Was ich aber can do, ist Final Fantasy spielen. Zack. So. Wir sind beim letzten Mal vom Turm runter nach Erba rüber. Und in Erba haben wir uns ein bisschen umgeschaut, haben eine kleine... Ja, so einen kleinen Robo gefunden. Und haben uns am Ende eine halbe Stunde fast mit dem dummen Papst geprügelt. Das war ein richtig beschissener Bosskampf. Wir haben ihn zum Glück geschafft und das war... So viel hat gefehlt. Wir waren fast tot. Also es... Wir hatten ja, glaube ich, einen Todescounter drauf. Der, naja, uns getötet hätte, wenn der abgelaufen wäre. Und wenn ich mal jetzt kurz nochmal reingucke. Unser Counter war bei... 500? Ich gucke gerade nochmal schnell in die Aufnahme rein. Na, 400? Ja, knapp unter 400. Also wir hätten nicht mehr lange zu leben gehabt. Und ich bin froh, dass es noch geklappt hat. Aber das war leider game-design-technisch nicht so nett. Und wie ich ja schon gehört habe, es haben noch ein paar mehr Bosse solche wunderschönen, naja, Todesurteil-Counter. Ich hoffe, die werden wir nicht zu häufig sehen. So, wir wollen nun... Naja, da lang weiter. Den anderen Weg haben wir eh nicht. Vorne sehe ich auch schon einen Teleporter. Bin mal gespannt, wo der uns hinbringt. Beziehungsweise nicht ein Teleporter, einer von den LC, die kristallisierten Dinger. So, this is the end of the rainbow, huh? Well, here's hoping the pot's full of tips on dealing with crackpot Falci. You know, I don't remember this being here before. I guess it's new, huh? Yeah, must be. I suppose it might be a record of what happened. You know, after we turned to crystal. Cocoon, where the slaves of Lindsay dwell, is the enemy of all life fostered by Pulse's sacred hand. So Al-Falci determined Pulse's will, chose Lissy, and gave them a focus. Become Ragnarok and bring about the end of Cocoon. And so the beast arose, defeated Lindsay's hateful Falci, and prepared to tear Cocoon apart. But her providence betrayed Alessi, draining Ragnarok of strength. Their focus only half complete, the Lissi were taken to the enemy's land by Bartandalus, curse his name. And the goddess said, Lissi who rest upon Cocoon will reawaken, however long they may wait. And Ragnarok will rise again to tear the land from its seat in the sky. Her word is absolute. Guess the jig is up. Cocoon's done for, isn't it? Yeah, don't sweat it. If we go ahead and smash Cocoon, you know some make is sure to roll up and save the day. As long as Falci are around, this fight is never gonna end. So let's finish it. Let's get Dysley. So what do we do about Orphan? We help Orphan. What else can we do? If we can manage to keep it safe, another war breaks out somewhere down the road. We'll see. It's not like we can make people stop fighting. Lightning, you told me on Cocoon. It's not a question of can or can't.
We just do it. That's our only choice this time. Maybe it won't do much. Maybe only one person will listen to us. But even then, isn't trying better than doing nothing? Because ripples can make waves. Okay, kids have gone crazy. Revolutionaries always get called crazy. When I was on Cocoon, I wished on those fireworks. I wished to not let anything happen to Cocoon this time. But I shouldn't have wished for that. Wishes aren't enough. Prayers either. This time I'm making a promise. I will keep Cocoon safe. I promise, no matter what. I guess it takes losing everything to make you see how much you have to fight for. And we're the only ones who can do it, right? Right. Yep. All right, then. Let's tie up loose ends. Okay. Right. Alright. Yeah. Ich habe keine Ahnung, ob wir jetzt Cocoon beschützen oder zerstören wollen. Ich glaube, beschützen. Und Bartandellos ist der Böse. Damit können wir zurück nach Cocoon. Aber jetzt habe ich meinen Robo gar nicht zusammengebaut, ne? Den ich da aufgefunden habe. Aber ich habe irgendwie auch keine Teile mehr gefunden für den. Dann halt nicht. Bin mal gespannt, wo wir jetzt landen. Even if we were chasing shadows, our minds were made up. We'd realized along the way that choice was the only thing we had left. Maybe we'd fall short. Maybe we'd never even come close. But someone, someday, would know we'd tried. Man einfach wieder reinfliegen kann. Ich finde es schön, dass die zumindest wissen, was wir vorhaben, aber ich noch nicht. Hoffnung. Okay, dann heißt es wohl, wir sind jetzt in Kapitel 12. Ja, Spielstand Nummer 12. Ende von Kapitel 11, tippe ich mal. Das Kapitol Eden, Sitz der Sanktum-Regierung. Your Eminence, it is time. The people await your address. So, we greet the new dawn. Hatte ich den nicht eigentlich verprügelt? People of Cocoon, my fellow citizens, we have survived the twilight and gather now to welcome the dawn of the day on which we decide our fate. Many are the lessons we have learned during our and sacrifice. And now we face choices. Choices which must be made as our hearts dictate and not abandoned to uncaring chance. Let us forge ahead with unflinching courage and honor the fallen with action. With these hands, we shape the future. Ich
Stimmt, Amadellos hat eine Krankheit wiederbelebt. Oder zumindest wieder eingesetzt. Ja. Okay, jeder holt einfach mal sein Esper raus. Erstmal hier dick auftragen. Ach, das ist das Ding von Daniel. Mit seinen 1000 Händen. So benutzt der Kind, weiß ich gar nicht, wer hier was macht. Meine Esper bitte so unendlich lange draußen haben. Hau drauf! Lass die Leiste nicht runtergehen! Do all the damage! Abgedrückt. Hab ich zufällig damit besiegt? Nice! Until next time. Also für den billigen Kampf 26.000 Kristallpunkte nehme ich liebend gerne. Also wir gehen zu Orphanus, weil wir sowieso hin müssen und ansonsten andere LC kommen, wenn wir nichts tun. Okay. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Eine Tesla-Turbine und Sanctum FE. Irgendwie ein Shop. Meine Schuld. Ich hab wohl einer zertreten.
Und der chillt so. Alles wie geplant. An army of creatures is attacking the city. It's a pulse invasion force. Your Eminence, we must evacuate. What? So Reigns, is this the cocoon you dreamed of? My dream is but a Falsey's fancy now. End it. Crawling with false nasties. Fresh off the ark, I'd wager. This is out of control. What'll happen to Cocoon? It's all out war. Did we cause this by coming back? Or Tantalus's prediction? It's all coming true. Well, his future stops right here. We're the ones who decide what happens next. Let's get moving. Right. Okay. Ja, Moment. So nicht, mein Lieber. Jetzt darf ich die alle schon wieder neu einstellen. Spiel, tu doch sowas nicht. So. Ich und Heiler. Denkst du mir? Da. Der Double Manipulator. Moment. So. Ja, versuch was wert's noch, aber kommst du nicht rein. Moment. Verteidiger. Ne. Becher. Verheerer. So. Dann wiederum, das mache ich eh wahrscheinlich eh nur kurz, dass ich eigentlich kann ich auch einen Verheerer reinpacken. Ist eh nicht so lang aktiv. Okay. Dann habe ich hier noch nicht alles. Ich will mir nämlich so ein paar TP-Sachen noch. Oh, ja, viel gebracht. Schon lang gegangen in die Richtung oder habe ich erst die anderen Sachen gemacht? Ich weiß nicht mehr. Die kosten nicht viel, die Sachen. Ja, guck mal. Der kann sogar noch gut was lernen, hier sehe ich gerade. Und habe ich auch noch was gesehen. Das da. Einfach genau genug gehabt. So. Ausrüstung muss ja soweit auch noch weiterhin passen. Aber haben wir ein neues Geschäft? Neue Waffen haben wir hier zumindest drin. Und Sanctum FE. Alter!
Der Preis. Chillt. So. Okay. Dann hier einen anderen Weg. Da explodiert es wenigstens nicht. Ob da hinten vielleicht irgendwo noch ein Item ist. Aber ich sehe keins. Nein, dann gehe ich halt auch da lang. Aber ja, die Stadt sieht schon ziemlich cool aus. Was? Oh. Ach, die dummen Fliegenviecher hier. Schau mal, was die gleich so schwach sind. Dann fahren wir einfach mit allem drauf. Es ist gut, da oben ohne Geländer rumzulaufen. Immer. Aber ich habe erstmal auch Missbrauch gelesen. Nee, danke. Dann verzichte ich drauf. Aber wir sind zumindest schnell down. Be ready for the next fight. Ich glaube, der Sackgasse rein. Die einzige, die hier ist. Bitte machen Sie meinen Weg nicht kaputt. Der ist schon nicht so groß. Da ist ein Item. Und von dieser Seite dran. Dann halt die andere Seite. Drei ist auch noch die. Varakulakchi. Oder Varakulaki? Wie wenn man das aussprechen müsste. Also ich glaube, ich würde nicht auf so einem Geländer rumlaufen, das einfach links und rechts nicht gesichert ist. Wo man ganz easy einfach schön in den Tod fallen kann. Klingt jetzt nicht so geil. Löwenherz. Neue Waffe, ne? Wie ich gerade gesehen habe im Dingens. Blitzschocker. Geht mir kurz um Schockzustand, werden auf Anhieb geschockt. Okay. Und dafür wird mein Angriff ein bisschen gesenkt. Gar nicht mal so viel wird der gesenkt, wenn ich das so angucke. Wenn ich die ein bisschen stärke, könnte man damit schon gut was machen. Was bist du eigentlich? Wieder so eine Killermaschine oder Killergerät. Wie habe ich den überrascht? Ist er nicht von vorne auf mich zugeflogen? Okay, I guess. Ich nehme das. Also Hängebrücken finde ich persönlich eigentlich noch okay. Gerade weil die meistens eh noch eine Halterung haben. Aber hier ist ja wirklich gerade darum, wirklich komplett im Freien rumzulaufen. Da hinten ist noch eins, aber da muss ich hier nach rechts rüber. Also so wie hier, ne? Hier habt ihr links und rechts keine Halterungen. Ein etwas starker Windstoß und es geht... Ja. Sehr tief runter. Oh, ein bisschen Geld. Wie kann man eigentlich in diesem Spiel Geld farmen? Weil man bekommt ja wahrscheinlich Geld nur durch Items... Item-Drops von Gegnern, oder? Weil von den Gegnern selbst kriegt man ja keinen. Also muss man wahrscheinlich die Drops verkaufen und dadurch dann Geld kriegen. Hasara, danke für 3 Monate Treue. Super geil von dir. Okay, I don't know about this. If our
finally we could fly. We can jump. Huh? Was? What are you? Nothing to it! See you ground side. Wait a minute! You're all crazy! Don't want to get left behind, do you? Just remember, don't drop the gizmo. Bang! Mufasa! Okay. Aber die hatten wir, glaube ich, am Anfang immer zwischendurch einmal. Die Dinger, die irgendwie wohl die Schwerkraft beeinflussen, wenn man da drauf landet. Irgendwie sowas. Das sah schon stylisch aus, ja. Wie heißt das Kapitel gerade? Das Ende ist dein? Oder das Ende ist nah? Das Ende ist nah. Okay. Hallo. Ich glaube, ich gehe auch direkt in den Modus über. Die machen schon guten Schaden. Vielleicht gehe ich auch direkt in den Modus über. Liga sieht einfach so gut aus. Aber diese fette Explosion, die Gegner können einfach nichts tun. Die fliegen auf die Fresse und BOOM! Dann fliegen sie wieder auf die Fresse und BOOM! Sieht schon cool aus.